Apfeltoast. Like and subscribe. Thank you. Hallo Toasties, ich hoffe, euch geht es gut. Oh Mann, ich bekomme diesen Jungen einfach nicht mehr aus dem Kopf. Er tut mir einfach so leid. Ich würde ihm so gerne helfen, aber was könnte ich denn nur machen? Ich habe eine gute Idee. Vielleicht kann ich Papa wieder überreden, dass wir hingehen und ein paar Äpfel von ihm kaufen. Und mit dem Geld kann er dann ein besseres Leben haben. Was haltet ihr von diesem Plan? Oh, habe ich gut geschlafen. Oh, es ist ja schon 9 Uhr. Zeit, zum Lilly aufzuwecken. Aber wisst ihr was? Ich glaube, ich mache ihr Frühstück davor. Ihr Lieblingsfrühstück, was sonst ihre Mama immer nur für sie gemacht hat. Warte mal, wie ging das Rezept nochmal? Also eine große Schüssel, hat mir meine Frau gesagt. Und dann, glaube ich, Brokkoli. Okay, einmal Brokkoli und einen Apfel. Und das bratet man und das wird dann Pancakes. Das wird ihr sicher schmecken. Jetzt wecken wir sie auf. Lilly, mein Schatz, aufstehen. Es ist morgen. Mann, Papa, noch 5 Minuten. Ich bin so müde. Aber Lilly, mein Schatz, ich habe dir extra Frühstück gemacht, sonst wird es kalt. Hm, ist es mein Lieblingsfrühstück? Ja, genau. Das, was die Mama sonst immer macht. Ich vermisse Mama. Ich weiß, ich vermisse sie auch. Aber dir wird das Frühstück sicher gut schmecken. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Hier, Brokkoli. Brokkoli und Apfelpancakes haben wir hier. Mahlzeit, mein Schatz. Ist aber langsam, es ist sehr, sehr heiß. Oh, Papa, irgendwas sticht mich da. Aua. Stimmt was mit dem Essen nicht? Ja, das Essen ist irgendwie ganz stachelig, Papa. Probier du doch mal. Ich mag süße Sachen nicht so gerne. Warte mal, vielleicht kann ich dir was anderes zum Essen machen. Was haltest du von diesem Smoothie, von diesem Starbucks-Smoothie? Hättest du Lust darauf? Das sollte ganz lecker sein. Oh ja, Papa, bitte. Ich liebe Starbucks-Smoothie. Hier, bitteschön, aber trink langsam. Das war lecker, jetzt bin ich aber satt. Du hast vorzügliche Tischmanieren. Papa, weil ich so brav gegessen habe, wollte ich fragen, können wir vielleicht wieder Äpfel kaufen gehen? Diese Äpfel waren einfach so lecker und ich will dem Jungen helfen. Er tat mir so leid, Papa, bitte. Ja, aber natürlich können wir das machen. Heute habe ich mir zum Glück freigenommen von der Arbeit. Komm, lass uns doch gleich gehen. Papa, du bist der Allerbeste. Yay, aber wir müssen noch ganz viel Geld einpacken. Aber keine Sorge, ich weiß ja eh, wo du dein Geld verstecken tust, Papa. In der ersten Schublade. Okay, du bist so klug. Nehmen wir 200 Euro mal mit. Okay, komm, lass uns jetzt losgehen. Boah, diese VIP-Sitze waren einfach so angenehm. Und schon sind wir da. Frische Äpfel. Wer will frische Äpfel kaufen? Frische Äpfel. Was tust du so, als wärst du krank? Schrei ein bisschen lauter. Keiner kauft sonst unsere Äpfel. Und wenn du weiter so tust, bekommst du gar nichts mehr zum Essen. Frische Äpfel. Frische Äpfel. Nur wegen dir haben wir heute noch gar keinen Apfel verkauft, weil du so schlecht arbeitest. Aua, Mama. Ah, das hat so weh. Frische Äpfel. Frische Äpfel. Bitte kaufen Sie frische Äpfel. Ich mag nicht mehr. Mein Kopf tut mir weh. Und mir ist so kalt. Ah, da ist er ja, Papa. Hallo, wir würden gerne Äpfel kaufen. Oh ja, wie viele Äpfel wollen Sie? Wir wollen alle Äpfel kaufen, aber du schaust ein bisschen krank aus. Ist alles okay? Natürlich ist alles okay mit meinem Sohn. Aber das Problem war, letztens habt ihr ihm so viel Geld gegeben. Er hat sich einfach nur Schokolade damit gekauft. Und ja, genau. Und deshalb ist er so krank geworden, weil er so viel Schokolade gegessen hat. Er hat einfach das ganze Geld ausgegeben von euch, was ihr ihm gegeben habt. Bitte gebt uns dieses Mal das Geld. Und ich, seine Mama, werde ihm dann was Leckeres, Gesundes kochen. Oh je, das klingt ja gar nicht gut. Ja, dann machen wir es so. Einmal all deine Äpfel, bitte. Okay, ja, kommt sofort. Okay, hier ist das Geld. Oh, danke schön, ich liebe Geld. Was wartest du so lange? Gib ihm die Äpfel. Oh, Entschuldigung, hier sind die Äpfel. Mahlzeit.
Ich hoffe, du wirst bald wieder gesund werden. Ja, hoffe ich auch. Okay, dann gehen wir mal. Sind das komische Menschen? Oh, zum Glück haben sie mir das geglaubt. Papa, ich habe Hunger. Bitte gib mir was zum Essen. Boah, du bist einfach nur am Meckern. Warte, ich gebe dir was zum Essen und dann will ich für den Rest des Tages nichts mehr hören. Hier, Mahlzeit. Und Schatz, komm, lass uns gehen. Ja, lass uns gehen und das ganze Geld ausgeben. Mit dem Geld, was das Mädchen uns gegeben hat, hätten wir uns eine Wohnung mieten können. Und dann müsste ich nicht mehr draußen schlafen und frieren. Oh je, der Junge sah so krank aus. Aber ich bin so froh, weil Papa hat ihm so viel Geld gegeben und seine Eltern haben versprochen, dass sie mit dem Geld ihm was Gesundes zum Essen kochen werden. Und hoffentlich wird er bald gesund werden. Und das Tolle ist, Papa hat mir versprochen, dass wir einmal die Woche jetzt hingehen und ihn besuchen gehen und Äpfel kaufen, weil er denkt, dass sie einfach die besten Äpfel haben, was eigentlich nicht stimmt. Aber es freut mich trotzdem, dass wir gehen. Frische Äpfel, wer will frische Äpfel kaufen? Bitte kann jemand frische Äpfel kaufen. Oh Papa, da ist er ja. Hallo, wir würden gerne all deine Äpfel kaufen. Ja, das macht dann 2 Euro, bitteschön. Hier 200 für dich. Und ich hab dir was zum Essen mitgebracht. Du hattest ja letztens Hunger. Das ist für mich? Ja, ein Sandwich und was zum Trinken. Das ist so lecker. Ich hoffe, dir wird es schmecken. Oh, wow, das ist aber nett von dir. Ach, gar kein Problem. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon, dich wieder zu sehen. Ja, tschüss. Endlich habe ich mal was Richtiges zum Essen und das Geld werde ich von meinen Eltern verstecken. Hat jemand etwa Geld gesagt? Oh, das sind ja wieder 200 Euro. Nein, das ist mein Geld. Sie haben es mir gegeben, Papa. Damit werde ich mir warme Kleidung kaufen. Das ist mein Geld. Und du gibst es mir jetzt sofort, sonst knallt es. Nein, Papa, bitte nimm es mir nicht weg. Oh, du kleiner, dreckiger Bengel. Schatz, hast du Hunger? Oh ja, ein Sandwich wäre echt lecker. Hier, nimm das. Und das Getränk gehört mir. Oh, das war so erfrischend. Und jetzt gib mir das Geld. Oh, jetzt haben wir schon wieder 200 Euro. Sollen wir uns dieses Mal die Schokolade von Mr. Beast kaufen? Ja, gute Idee. Ich bin so neidisch auf dieses Mädchen. Sie hat wenigstens einen lieben Papa und warme Kleidung. Und ich muss einfach jeden Tag leiden. Also wirklich, es ist erst 12 Uhr Mitternacht. Du solltest immer noch am Arbeiten sein. Wenn wir zurück sind, wollen wir, dass all diese Äpfel verkauft sind. Hast du mich verstanden? Sonst knallt es und es gibt Ärger. Oh. Wer will Äpfel kaufen? Oh, ich habe so Hunger. Aber es ist so kalt. Äpfel, frische Äpfel. Wer will Äpfel kaufen? Ich muss mich kurz hinlegen. Mir ist richtig schwindelig. Oh nein, ich schaffe es nicht mehr. Was ist denn hier los? Das ist doch ein kleiner Junge. Oh nein, du bist ja ganz schön krank. Wir müssen dich ins Krankenhaus bringen. Aber schnell. Hallo Toasties, ihr wisst doch jetzt, was kommt. Und zwar grüßen wir die Superfans. Ganz, ganz liebe Grüße an die liebe Leilan. Sie schreibt, ihr müsst einen Daumen nach oben geben und die Glocke anschalten und abonnieren für Tockertoast. Genau, Leilan weiß, wie es lang geht. Dankeschön, Leilan, du Liebe. Und dann noch ganz liebe Grüße an Tockertoast Fanpage. Schreibt, hi Tockertoast, ich liebe deine Videos wirklich über alles. Ich kann mir auch keine anderen Tockerbocker-YouTuber vorstellen als euch. Ich schaue mir wirklich sehr gerne eure Videos an und das auch immer bis zum Schluss. Dankeschön, du bist wirklich so lieb. Vielen Dank wirklich für die tollen Videos von euch. Würde mich darüber freuen, wenn dieser Kommentar von mir im Video irgendwann mal erscheinen würde. Also jetzt ganz ehrlich, wir müssen uns bei dir bedanken. Dankeschön, dass du so einen lieben Kommentar uns geschrieben hast. Das hat uns wirklich den Tag aufgeheitert. Und dann haben wir noch einen Kommentar von Anastasia. Sie schreibt, liebe Tockertoast, könntest du mich auch grüßen? Ich schreibe oft nette Dinge und ich habe das Gefühl, dass ich leider nicht in deinen Videos also vorkomme. Wäre sehr nett von euch, dass ihr mich mal grüßt. Liebe Grüße aus Griechenland von mir und meiner Schwester. Ganz liebe Grüße an dich und deine Schwester zurück. Boah, Griechenland ist so schön. Hab eine wunderschöne Zeit. Und falls ihr auch in einem Kommentar, also in einem Video erwähnt werden wollt, dann schreibt einfach einen lieben Kommentar. Tschüss!